Hallo und grüß euch bei den Ultimas. So, heute bin ich kurz einmal alleine. Und zwar möchte ich euch heute nur meine Lieblingsfahrzeuge vorstellen, somit, was ich gerne Singleplayer spiele. Meine bevorzugten Dinge, ein bisschen bei der Arbeit, ein bisschen mit der VCA, ein bisschen zusammenschneiden von den ganzen Sachen. Naja, so fangen wir mal an. Ich habe das Vetter mit Havern, Hovern zum Dreschen. Hat sich das Board nicht ausgebracht. Und zwar geht das jetzt einer von meinen Lieblingsdrescher, oder ist er der Glas, der Dominator? Das ist jetzt der 102er, der 108er ist der 98er. Also, das Modell, das letzte von 98er, gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen, durch das Altgrün und er ist schon schick gemacht. Die Bratrapfen, also, er zeigt schon was her für klein bäuerliche Unternehmer und so, gell. Was damals nicht einmal für kleine Bauern war, mit 5,10 Meter Schneidwerk, ist das schon immerhin etwas. Gut, dann gehen wir es einmal an. Wenn man mal aufs Feld zum Abfahren, man sieht schon, dann natürlich meine John Deere Premium-Serie, das ist überhaupt die 30er-Serie, das ist überhaupt mein, eins von den Favoriten. So, gehen wir mal. Ja, der Winkel wäre in dem Fall eigentlich ziemlich egal. Aktiv, wir haben die Breite 5,3. Ah, die können wir eigentlich lassen. So, dann fahren wir mal darüber, schalten wir mal ein. Ja, die Geräusche, was er natürlich macht. So. Dann schauen wir, ob er die VCA richtig nimmt. Jawohl, und wir müssen natürlich Stroh. Brauchen wir, wenn wir das natürlich fallen lassen. Wie gesagt, es ist schon impulsant mit dem Staub, was da alles verbaut worden ist. Das ist eh schon alles Standard, mehr oder minder. Trotzdem immer wieder schön anzuschauen. Muss man schon ehrlich sagen. Das Feld ist aber nur einmal gedüngt, kehrt gepflügt, wie gesagt, das ist alles noch nicht gemacht, da sind noch keine Tiere. Das ist ein kleiner Singleplayer. Startort auf der Karte, auf der Map. Die hat mir ganz gut gefallen. Sie ist klar, sie ist zwar flach, aber ja, für kleine Geräte zum Spülen ist wirklich, ehrlich gesagt, ganz interessant. Jetzt fahre ich mal komplett der Vorgewende rundum und um. Und danach, na komm zurück. Danach wäre jetzt sagen, wenn man mit dem ganzen Ding eigentlich auch von der Mitte weiter kann und man trifft immer wieder schön alles. Gut, einmal drische ich einmal rundherum, dass ich mit der Strohschwarte nicht irgendwie rauskomme oder dass er am Felde bleibt, sagen wir mal so. Mein Sessel macht schon wieder retour. Dort vorwärts. So. Ist zwar nicht die ganze Breite, ja, aber ich nutze das ziemlich mit VCA aus, weil wenn ich jetzt ein bisschen rüber fahre und ja, das bringt nicht wirklich was, wenn ich ganz ehrlich bin. So Stroh fallen lassen. Ja. Halt sind Grenzen. So, und heute weiter. Schalte das VCA ein bisschen aus. Beim Mähdrescher einstellen, VCA ist relativ einfach eigentlich, muss man sagen. Da gibt es nicht wirklich viel zu beachten sozusagen.
Außer dass man die Schnittbreite die richtige hat, aber sonst eigentlich ist es kinderkinderleicht. Getriebe, ja, die meisten fahren eh mit IVD-Getrieben von dem Mähdrescher. Jetzt sieht man aber, ich kann jetzt, egal wo ich jetzt reinsteche, mehr oder minder, nehmen wir jetzt diese Bahn in diesem Fall, wieder runter, fahr mal quer durch, wäre es gut, nach oben einmal. Die Bahnen sind jetzt immer richtig, egal welche sie nehmen, überschneidet sich nichts. Ich nehme immer die optimale Breite, in diesem Fall war 5,30 m ist eingestellt, also 20 cm Übermaß. Die Schneidwerke sind sowieso nicht ganz genau, weil das ist auf 5,10 m, wenn man da so richtig schaut, und das ist auf 5,30 m eingestellt. Also nimmst du dann schon wirklich, man sieht es wirklich optimal weg. Es bleibt einfach nichts stehen. Und das ist besser, wenn mit jedem Helfer oder selbstständig zum Fahren. Ich meine, der Seite fährt man selbstständig und auch nicht. Also. Dann heben wir wieder das Ganze auf. So kann ich nämlich schauen, dass ich mit dem Rohr immer innen bin. So weit das Umdrehmanöver macht man normal auch nicht, aber ich bin jetzt hängen geblieben. Ich lasse wieder runter, drücke mal VCA und geht schon wieder dahin. So, ich werde jetzt einmal fertig machen, dann werden wir abtanken. Beim Pressen, ja, da geht nicht wirklich was mit VCA und beim Nachhausefahren auch nicht. Also werde ich dann später beim Gruppern für Dünger gestreut, glaube ich, auf dem Feld. Vielleicht tue ich Mist drauf oder Gülle. Das wird sich noch ausstellen. Je nachdem, was ich dann habe. Das werden wir dann raufgeben. Gut, dann bis später. Ja, eins möchte ich noch zeigen. Das ist zwar von der Innenansicht, wie leicht dass man da eigentlich mit der VCA noch erfahren kann. Dann nehmen wir es ein bisschen zurück, dass man dann einen besseren Überblick kommt. Gehe wieder auf beim Schluss, lasse es ein bisschen ausrennen hinten der Stroh. Drehe mich rüber. Nehme, ja, jetzt kann ich ein bisschen zurück. Ich sehe meine Bahnen von mir, wenn man das Rote sieht. Drücke jetzt die VCA. Fahre rein, lasse runter und ich fahre dahin. Also mit VCA Innenansicht kann man relativ wirklich schön, ohne dass man dort schauen muss, bin ich jetzt ganz rechts oder fahre ich da Bogerl oder Kurven und so weiter, kann ich das recht schön fahren. Und es ist ja schön, ehrlich gesagt, da rauszuschauen. Ziemlich entspanntes Fahren. Tempomat drinnen, fährt das Feld. Ja. Ah, die Warnanzeige. Das haben wir um bei 50%. Okay. Sieht das Lenkrad, geht schön mit. Er lenkt richtig mit. Das bin nicht ich, das macht die VCA. So läuft das. Wie gesagt, beim Drescher fahren eine ziemlich einfache Sache. Sobald ich das Lenkrad bewege, schaltet sich die VCA aus. Dann nehme ich halt die nächste Bahn. So, jetzt habe ich sie. Drücke ich, hoppala, habe ich nicht erwischt. Drücke ich VCA, gebe es runter und geht schon wieder. Und wenn man schaut, jetzt von der Außenansicht, macht er einen richtig, ja, da habe ich ein bisschen stehen gelassen. Aber sonst, schau mal, er nimmt das richtig schön mit. Komplette Breite. Er nützt die ganze Breite des Schneidwerkes aus. Und so kriegt man wirklich auch mit den kleineren Schneidwerken einiges weg. Gut, dann schauen wir zum nächsten. So, jetzt mal kurz beim Flügen wieder mit der VCA an. Wurde nochmal gewünscht, ein bisschen zum Zeigen. Gut. So, die Spur ist schon eingestellt. Ich lösche mir mal die Spur. Gehe mal auf VCA an. Ja, 2,6 Meter Arbeitsbreite hat dieser Flug.
Ich gebe die Spuren auf immer, dass ich das sehe. Winkel gebe ich ein bisschen runter. Das ist der Vorsatz des Gerätes. Das ist dies, wenn das Gerät nach rechts oder nach links weiter hinausschaut. Das sind in Prozent der 0,1. Gell? Das muss ich einmal auf 0,1 stellen und 0 minus 0,1. Also Entschuldigung, nicht Komma, sondern Punkt. Da haben wir bis dato immer verredet, das gehört 0,1. Bei einem größeren Flug gehört es dann auf 0,3 auch gestellt. Es ist jeweils verschieden, das muss man sich da anschauen. Bremsen ist nicht so wichtig. Das Getriebe im Prinzip gehe ich jetzt die Automatik, gebe ich raus. Ihr Power Shift drinnen. Die Geschwindigkeit Blast, das automatische Kuppeln. Ja, da brauche ich nichts. Das tue ich auch, habe ich auf automatisch gestellt. So. Dann gebe ich einmal das Chantimal VCA ein, er richtet sich aus, dann fahren wir ein Stückchen nach vor, geben den Flug runter und ab geht's. Mal einen Gang zurück. Genau, so geht es etwas leichter. Wie gesagt, man könnte jetzt eigentlich die Spur noch ausschalten. Normalerweise habe ich sie meistens ausgeschaltet, den Singleplayer, aber nur jetzt wegen dem Vorführen. Dass man das sieht, wie die Spuren sind, lasse ich sie die Rasterfahndungen. In diesem Fall die blauen, wie man sieht. So, am Ende angelangt, hebe ich den Flug, drehe mich aus. Indessen fange ich ihn schon zum Drehen an. Jetzt sieht man, die kleinere Seite ist rechts. Dadurch, dass kein großer Flug ist, sieht man das nicht so wirklich ganz genau. Schalte VCA ein, damit richtet er sich schon beim Retourfahren ein. Und mit Gas wieder nach vorne und dann lasse ich ihn runter und Vollgas. Und so kann man auch mit Fahrzeuge arbeiten, wo der Pflug was 240 PS benötigt, aber der noch 185 hat, also ja, ein bisschen aufgedreht. Sagen wir, soll er 200 haben, ja, arbeitet der eigentlich recht schön. Man sieht, er nimmt alles mit. Er nimmt die gesamte Breite von 2,6 Meter mit und das finde ich schon recht toll. Wie am Schluss wieder aufheben, hier recht zurück, drehe den Flug, wenn ich gerade stehe, in der Wirklichkeit, sonst kriegt er Übergewicht, überhaupt so ein großer, schwerer. Drück meine VCA. Fahr nach vorne und lass ihn runter und geht schon dahin wieder. Also, ich glaube, es ist nicht so schwer, das Ganze einzustellen. In diesem Fall hätte man sogar die Breite ein bisschen breiter machen können, wenn wir das sehen. Sogar auf 2,8 machen können, dann hätte es noch besser laufen. Aber es funktioniert eigentlich tadellos. Tadellos. Er fährt mit den linken Reifen immer schön in der Furche sozusagen. Also das funkt. Das muss man echt sagen. Die Flüge sind nicht schlecht. Ich arbeite recht gerne mit D und mit D Raptor von AGO. Also arbeite ich eigentlich sehr, sehr gerne. Sie sind sie ziemlich ähnlich. Beide, glaube ich, italienische, wenn man nicht alles täuscht. Also sie sind sich schon sehr ähnlich. So, wieder runter während der Fahrt. Das Aufsetzen nicht so schwer ist und so, es geht mit 11, 12 km/h dahin. Sollte es zu wenig sein, habe ich die Möglichkeit, einen Gang noch runterzuschalten. Aber in diesem Fall braucht das gar nicht. Aber so, wenn es ein bisschen bergauf ginge, kann man dann runterschalten durch die Getriebearten, dann schafft er schon einiges. So, gutes Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, die Kommentare, schreibt es mir rein, was noch alles ist, nicht nur via E-Mail. Könnt ihr ruhig in die Kommentare schreiben, können es andere auch lesen. Abo nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, Baba.